Hallo und willkommen zurück zu meinem Erklärvideo. Mein Name ist Nick und das heutige Thema lautet Musteraufgaben zum Volumen des Quaders. Bei unserer ersten Aufgabe wollen wir 40 Spielwürfel in eine Schachtel verpacken. Wir kennen die Abmessungen unserer Schachtel und wir kennen auch die Kantenlänge unserer Würfel. Die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist: Passen alle unsere 40 Würfel in diese Schachtel? Zuerst überlegen wir uns nochmal, wie die Formel eines Quaders war. Denn eine Schachtel können wir genauso auch wie das Volumen eines Quaders interpretieren. Die Formel für einen Quader haben wir bereits im vorhergehenden Video besprochen. Die Formel lautet, das Volumen ist die Länge mal der Breite mal der Höhe. Wir überlegen uns also mal im ersten Schritt, was das Volumen unserer Schachtel ist. Die Schachtel hat ein Volumen von 240 Kubikzentimeter, da ich 10 mal 6 mal 4 gerechnet habe. Das heißt, das Volumen der Schachtel beträgt 240 Kubikzentimeter. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass 240 Würfel in unserer Schachtel Platz haben, denn ein Würfel hat eine Kantenlänge, die größer ist als 1 cm. Daher müssen wir uns das Volumen eines einzelnen Würfels berechnen. Das heißt, das Volumen eines Würfels kann man berechnen mit Kantenlänge mal Kantenlänge mal Kantenlänge, also 2 mal 2 mal 2 und das ist 8. Das Volumen eines Würfels beträgt daher 8 Kubikzentimeter. Die Frage, die sich jetzt uns stellt, ist, wie oft passt denn 8 in 240? Also wie oft passt ein Würfel in diese gesamte Schachtel hinein? Das schreit nach einer Division und wir berechnen 240 dividiert durch 8 ist 30. Das heißt, in eine Schachtel passen genau 30 Würfel. Als Antwortsatz schreiben wir daher, es passen nicht alle 40 Spielwürfel in eine Schachtel. Schlaue Füchse, aufgepasst, man kann das Beispiel auch auf eine zweite Variante lösen. Denn man kann sagen, wenn die Schachtel eine Länge von 10 cm hat und meine Würfel eine Kantenlänge von 2 cm, dann passen hier 5 Würfel nebeneinander in die Länge. Und wenn die Schachtel 6 cm breit ist, dann passen hier 3 Würfel ebenfalls nebeneinander hin. Und bei 4 cm in die Höhe, naja, dann kann ich hier 2 Würfel übereinander stapeln. Die Gesamtanzahl meiner Würfel, die in der Schachtel Platz haben, kann ich berechnen als die Anzahl der Würfel, die in die Länge passen, mal der Anzahl der Würfel, die in die Breite passen, mal der Anzahl der Würfel, die in die Höhe passen. Und das liefert die Rechnung 5 mal 3 mal 2 und das gibt, wie soeben berechnet, 30. Es passen 30 Würfel in die Schachtel. Und deswegen werden nicht alle 40 in eine Schachtel passen. Bei der zweiten Aufgabe wollen wir das Volumen zweier Quader vergleichen und dadurch bestimmen, welcher von den beiden das größere Volumen hat. Kleiner Hinweis vorweg, die Mehrzahl von Volumen lautet Volumina. Und einen Hinweis habe ich noch für euch. Bei den Bemaßungen von den Quadern habe ich hier nur das hier hingeschrieben. Das bedeutet, dass die Länge 5 ist, die Breite sind 2 cm und die Höhe sind hier ebenfalls 2 cm. Analog beim zweiten Quader, die Länge sind 2 cm, Breite 4 cm und die Höhe sind 3 cm. Nachdem beides Quader sind, können wir beide mit unserer Quaderformel berechnen. Das Volumen also ist die Länge mal der Breite mal der Höhe. In konkreten Zahlen also heißt das für den Quader 1, 5 mal 2 mal 2, das sind unsere drei Kantenlängen, das liefert die Zahl 20. Das Volumen des ersten Quaders beträgt also 20 Kubikzentimeter. Und das gleiche dann beim zweiten Quader. Wir multiplizieren die drei Kantenlängen und erhalten 24, was dann dem Volumen des zweiten Quaders entspricht. Daher auch schon die Antwort, der zweite Quader hat das größere Volumen. Bei unserer letzten Aufgabe ist das Volumen eines Quaders bekannt. Wir wissen auch, wie lang und wie breit der Quader ist. Wir suchen aber jetzt auch noch die Höhe des Quaders.
Die Formel des Quaders ist natürlich immer noch dieselbe. Volumen ist gleich Länge mal Breite mal Höhe. Und wir setzen mal alle Infos ein, die wir aus der Angabe gegeben haben. Das heißt, wir wissen, 360 ist gleich 5, das war die Länge, mal 8, das ist die Breite, mal h, denn die Höhe, die wissen wir ja nicht. 5 mal 8 können wir ausrechnen, das heißt, wir haben dann stehen, 360 ist gleich 40 mal h. Und dann können wir uns überlegen, wie oft muss ich 40 nehmen, also wie oft muss ich hier multiplizieren, damit ich aus 40 360 bekomme. Und das Resultat ist, dass ich 9 mal multiplizieren muss. Also ich habe 360 ist gleich 40 mal 9. Und daher wissen wir, dass die Höhe 9 beträgt, nämlich 9 cm. Das heißt, als Antwortsatz schreiben wir, die Höhe des Quaders beträgt 9 cm. Das waren die Musteraufgaben. Im nächsten Video müsst ihr dann selber rechnen. Bis gleich!